Guten Tag und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Tech Talk Online. Mein Name ist Stefan Maurus, bin seit ca. 8 Jahren bei der Firma Blum Novotest. Ich arbeite im internationalen Vertrieb und ich bin mit der Betreuung von mehreren unserer Niederlassungen betraut. In der heutigen Ausgabe von Tech Talk Online, da werde ich Ihnen ein weiteres interessantes Produkt aus unserer Digilog-Familie vorstellen, die Rauheitsmessgeräte. Rauheitsmessgeräte, das sind Tastsysteme zur Überwachung der Oberflächenqualität an einem Bauteil. Auch bei diesen Produkten, da kommt wieder unsere bewährte Digilog-Technologie zum Einsatz. Das Besondere, die Tastsysteme, die kommen auf einer Werkzeugmaschine zum Einsatz und können somit komplett in den Fertigungsprozess integriert werden. Im folgenden Beitrag, da möchte ich Ihnen zeigen, welche Geräte dieser Produktfamilie angehören und wie diese funktionieren, welche Daten zur Auswertung generiert werden und wie zuverlässig diese Daten sind. Wir werden uns verschiedene Beispielvideos anschauen und da zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Diese Beispiele, die zeigen Anwendungen an unterschiedlichen Bauteilen aus unterschiedlichen Industriebereichen. Zuerst aber, bevor wir einsteigen ins Thema, da befassen wir uns einmal grundsätzlich mit dem Thema Rauheit. Was ist eigentlich Rauheit? Laut offizieller Definition, da versteht man unter Rauheit die Unebenheit einer Oberfläche. Die Qualität der Oberfläche, die hängt ab vom jeweiligen Fertigungsverfahren. Und auch in der Zerspanenbearbeitung, da stellt die Rauheit ein wichtiges Kriterium dar. Ähnlich wie für die Maßhaltigkeit eines Bauteils, da gelten auch für die Rauheit bestimmte Anforderungen. Und um sicherzustellen, dass diese Anforderungen auch erfüllt werden, da ist die Überwachung unumgänglich. Für die Rauheitsmessung kommen sehr spezielle Geräte zum Einsatz. Diese Geräte, die sind bekannt als Pathometer. Man lässt eine Tastspitze mit einer definierten Geometrie bei konstanter Geschwindigkeit über eine Werkstückoberfläche gleiten. Aus dem Messprofil, da werden über verschiedene Berechnungen dann unterschiedliche Rauheitskenngrößen ermittelt. Die wahrscheinlich bekanntesten Größen, das sind der Mittenrauwert RA, die gemittelte Rautiefe, das ist RZ, und die größte Einzelrautiefe RMAX. Alle drei Kenngrößen, die beziehen sich immer auf eine definierte Messstrecke und diese Messstrecke, die wird in 5 Segmente unterteilt für die Auswertung. Hier sehen Sie jetzt gerade ein Bild von einem ganz normalen, handelsüblichen Pathometer. Es handelt sich um ein Gerät, mit dem händisch gemessen wird. Meistens wird so ein Gerät im Messraum eingesetzt, manchmal bei großen Bauteilen auch direkt an der Werkzeugmaschine. Die Messung, die erfolgt aber immer von Hand. Für eine Automatisierung ist so ein Pathometer nicht geeignet, schon gar nicht für den automatisierten Einsatz in der Werkzeugmaschine. Ganz anders dagegen mit unseren mit Digilog-Technologie ausgestatteten Rauheitsmessgeräten. Die detaillierte Funktionsweise der Digilog-Technologie, das habe ich Ihnen bereits im Tech Talk Online zum Thema Digilog-Messtaster vorgestellt, mit denen man ein Bauteil abscannen kann und das Ist-Profil zum Soll-Profil vergleichen. Heute fasse ich nur noch mal ganz grob zusammen. Bei einem digilogen Messvorgang, da werden anstatt von einem Signal viele tausende Messwerte erzeugt. Es entsteht dann quasi ein Datenstrom. Und während der Messung wird kontinuierlich der Auslenkezustand des Tasteinsatzes erfasst. Aus einem Tastensystem wird dann somit ein scannendes System. Und dieses Funktionsprinzip, das gilt eben auch für unsere Rauheitsmessgeräte. Wie bei einem Pathometer gleitet die Tastspitze über das Werkstück und erfasst die Rauheit der Oberfläche. Die Rohdaten, die werden dann von der Software gemäß dem Berechnungsverfahren nach DIN ISO verarbeitet und in den üblichen Rauheitskenngrößen ausgegeben. Der große Vorteil eines RG-Systems gegenüber einem Pathometer, der ist, dass der Taster eben in die Werkzeugmaschine integriert wird. Zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten, da wird das Schneidwerkzeug dann ausgewechselt und unser Rauheitsmessgerät eingewechselt. Der folgende Scan,
Und die anschließende Auswertung, die erfolgen vollautomatisiert, ohne dass der Maschinenbediener den Fertigungsprozess unterbrechen muss. Wir schauen uns dieses Funktionsprinzip mal in einem Beispielvideo an. Sie sehen hier auf einer Werkzeugmaschine die Bearbeitung eines Bauteils aus der Medizintechnik. Es handelt sich in diesem Fall um eine Knochenplatte. Nach erfolgter Zerspannung, da wird der Taster eingewechselt. Mit dem ersten Antastvorgang wird die exakte Position von Taster zu Bauteil bestimmt. Dann wird die Tastspitze an das Bauteil angelegt und es erfolgt der Scan der Oberfläche. Das Rauheitsmessgerät, das ist komplett in die Steuerung der Maschine integriert. Die Verfahrwege, die werden gesteuert, der Taster wird gesteuert über die Blum-NC-Zyklen. Der Maschinenbediener, der kann auf die Messstrecke und die Vorschubgeschwindigkeit Einfluss nehmen. Meistens wählt er dabei die Vorgaben nach DIN ISO. Das wären 5,6 mm, was die Messstrecke angeht, und für die Vorschubgeschwindigkeit 25 mm pro Minute. Das Rauheitsmessgerät von Blum, das bietet aber die Flexibilität, dass man von diesen Vorgaben auch abweichen kann, zugunsten der jeweiligen Anforderung und zugunsten der Zykluszeit. Das zeige ich Ihnen aber noch zu einem späteren Zeitpunkt im Detail. Jetzt werfen wir erst einmal einen Blick auf die Auswertung. Die Daten zum Messvorgang, die werden entweder auf dem Steuerungsbildschirm von der Maschine dargestellt oder aber auf einem separaten Monitor. Das Startmenü, das zeigt den aktuellen Testplan an und man sieht die vom Maschinenbediener gewählten Einstellungen für die Messstrecke sowie für die Vorschubgeschwindigkeit. Die Rohdaten, die werden während des Scans auf dem Bildschirm angezeigt. Nach dem Scan ermittelt dann die Software anhand der Rohdaten die Werte für 5 verschiedene Kenngrößen. Das sind die Rauheitswerte RA, RQ, RT, RZ und RMAX. Die Werte, die werden zusammen mit dem Rauheitsprofil dann auf dem Bildschirm dargestellt. Und ob sich diese gemessenen Werte jetzt innerhalb der zuvor definierten Grenzen befindet, das lässt sich unschwer anhand der Farbgebung erkennen. Grün angezeigte Werte, die befinden sich ganz klar innerhalb der vorgegebenen Toleranz. Werte, die gelb markiert sind, die sind auch noch innerhalb der Toleranz, haben aber die Warngrenzen bereits überschritten. Und Werte, die rot markiert sind, die signalisieren, dass die Toleranzgrenzen überschritten wurden und die erzeugte Oberfläche nicht mehr den Anforderungen genügt. Es wird dann eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und zum Beispiel die Maschine gestoppt. Neben dem Rauheitsprofil kann außerdem noch die Welligkeit der gemessenen Oberfläche abgerufen werden. Die RG-Software, die ist also in der Lage, zwischen Rauheit und Welligkeit der Oberfläche zu unterscheiden und auch beide Profile darzustellen. Eine häufig gestellte Frage, die richtet sich an die Genauigkeit oder die Vergleichbarkeit der Ergebnisse von einem Rauheitsmessgerät von Blum zu einem konventionellen Messsystem. Deswegen machen wir an dieser Stelle einen Vergleich. In einem Versuchsaufbau, da wird an einem Kipphebel sowohl die Kipphebelbohrung vermessen als auch die Gleitfläche. Beide Merkmale, beide Oberflächen, die befinden sich in einem geschliffenen Zustand. Für die Messung, da kommen unterschiedliche Rauheitsmessgeräte von Blum zum Einsatz und die Ergebnisse von diesen Systemen, die werden dann mit den Werten von einem handelsüblichen Pathometer verglichen. Bevor wir einsteigen, noch ein kleiner Hinweis. Bei der Ermittlung von Rauheit an Oberflächen, da bewegt man sich in einem Bereich von weit unter einem μ. Man unterscheidet zwischen Zehntel μ, Hundertstel und sogar Tausendstel μ. Bitte behalten Sie das im Hinterkopf, wenn wir uns jetzt gleich die Daten anschauen. Zuerst einmal werfen wir einen Blick auf die grafische Auswertung. Schon hier bei der Betrachtung stellt man fest die Vergleichbarkeit der beiden Rauheitsprofile. Das ist hier sehr deutlich zu erkennen. Im oberen Bildabschnitt, da sehen Sie das Ergebnis des konventionellen Geräts, im unteren Bildabschnitt das Ergebnis eines Rauheitsmessgeräts von Blum. Aber wie verhält es sich jetzt mit den tatsächlichen Messwerten?
Wir betrachten die Ergebnisse der Messung an der Gleitfläche. Erfasst wurden drei Merkmale, die Rauheitswerte für AA, für RZ und für RT. Und in der Spalte links, da sehen Sie die Ergebnisse des konventionellen Rauheitsmessgeräts und in den beiden Spalten rechts davon die Ergebnisse von zwei unterschiedlichen Systemen von Blum. Und es ist unschwer zu erkennen, dass die Abweichungen der Ergebnisse zueinander minimalst sind. In diesem Zusammenhang vielleicht noch ein weiterer kleiner Hinweis. Bei Rauheitsmessungen, da wird seltenst ein identisches Ergebnis reproduziert. Selbst wenn es sich um Wiederholmessungen im gleichen Bauteil, am gleichen Merkmal handelt, unter exakt gleichen Bedingungen. Die folgende Tabelle, die zeigt Rauheitswerte von solchen Wiederholmessungen. Sowohl für ein konventionelles Gerät als auch für ein Rauheitsmessgerät von Blum. Eine leichte Streuung der Ergebnisse, so wie wir es hier sehen, ist absolut normal. Wie bemerkt, wir bewegen uns im Submü-Bereich. Das heißt, Fazit, das Rauheitsmessgerät von Blum, das liefert absolut zuverlässige Werte zur Oberflächengüte eines Bauteils. Jetzt erwähnte ich eingangs, dass die Messstrecke und die Vorschubgeschwindigkeit an die Vorgaben von DIN ISO angelehnt sind. Jetzt in einer hochproduktiven Fertigung, da besteht aber grundsätzlich das Ziel, dass die einzelnen Zykluszeiten so kurz wie möglich gehalten werden. Die Automatisierung der Rauheitsmessung bedeutet bereits eine enorme Zeitersparnis gegenüber der händischen Messung, wenn der Maschinenbediener das selber durchführen müsste. Aber darüber hinaus bietet das Rauheitsmessgerät von Blum die Möglichkeit, die mit gerade mal 25 mm pro Minute relativ niedrige Vorschubgeschwindigkeit nach DIN ISO, das nochmal deutlich zu erhöhen zugunsten von einer kürzeren Zykluszeit. Im folgenden Test, da sehen Sie die Messung des Rauheitswerts AA an einem Raunormal. Das Ergebnis bei herkömmlichem Vorschub, das liegt bei knapp 2 μ. Für die Wiederholmessung wird jetzt die Vorschubgeschwindigkeit auf das fast 20-fache erhöht. Und die Abweichung des Messwerts, die ist minimalst und eindeutig vernachlässigbar. Das heißt, ein Rauheitsmessgerät von Blum, das erfüllt auch die Anforderungen von hochproduktiven Fertigungsstätten. Jetzt ist vielleicht dem aufmerksamen Zuschauer aufgefallen, dass die eben gezeigten Messungen nicht unter Bedingungen durchgeführt wurden, wie sie in einer normalen Werkzeugmaschine in der Produktion vorzufinden sind. Es drängt sich also die Frage auf, wie Kühlmittel oder sonstige Verunreinigungen die Messergebnisse beeinflussen. Und deswegen machen wir an dieser Stelle noch einen weiteren Test. Der an dem Raunormal ohne Verschmutzungen erfasste Wert für RA, der beträgt exakt 1,993. Und diese Messung, die wird jetzt nochmal wiederholt, wobei dieses Mal vorher das Raunormal verunreinigt wird. Es wird mit Fett beaufschlagt. Und das Messergebnis, das zeigt jetzt eine Abweichung von gerade mal einem Tausendstel μ. Das heißt, Verunreinigungen, die haben keinerlei Einfluss auf die Qualität der Messergebnisse. Ein Blum-Rauheitsmessgerät, das liefert auch unter erschwerten Bedingungen zuverlässige Werte, wie zum Beispiel bei dieser Messung an einem Pumpengehäuse unter starkem Kühlmitteleinsatz, wie wir es gerade sehen. Jetzt werfen wir aber einen Blick auf das Portfolio. In den gezeigten Videos, da haben Sie bereits unterschiedliche Rauheitsmessgeräte im Einsatz gesehen. Insgesamt stehen uns drei verschiedene Ausführungen zur Verfügung. Der TC64RG, das ist das kompakteste Gerät im Portfolio. Das bewährte Blum Shark Messwerk und die Funkübertragungseinheit, die sind in einem Gehäuse vereint. Je nach Anwendungsfall kann man zwischen einer Reihe verschiedener Tasteinsätze wählen. Bei Verwendung von einem geraden Tasteinsatz ist das Antasten in jeder beliebigen Richtung möglich. Das heißt, die Orientierung des Systems zum Bauteil, die ist nicht erforderlich. Das macht den Taster zu einem sehr universell einsetzbaren Messmittel. Es wird einer großen Vielzahl von Anwendungen gerecht. Die Daten, die werden per Funk übertragen. Der Taster, der kommuniziert dabei mit unserem Standard-Funkempfänger,
der auch für sämtliche andere Produkte mit Funkübertragung eingesetzt wird. Insgesamt können bis zu 6 Geräte über ein und denselben Funkempfänger betrieben werden. Alternativ gibt es ein Gerät, bei dem Messwerk und Übertragungseinheit voneinander getrennt sind. Es handelt sich also um ein modulares System. Und mit Hilfe von verschiedenen Carbonverlängerungen oder Winkelstücken kann man das System jetzt beliebig erweitern und an die jeweilige Anforderung anpassen. Der Teil des Geräts, der das Messwerk beherbergt, kann auch ohne Funkübertragungseinheit eingesetzt werden. Dann als kabelgebundene Variante, Sockel mit Kabel. Dieses Gerät, das hat einen Durchmesser von gerade einmal 25 mm und es ist somit die kleinste Ausführung von allen unseren Rauheitsmessgeräten. Dann gibt es noch ein ganz spezielles Gerät für ganz spezielle Anforderungen. Da könnte diese Funkübertragungseinheit mit einem sogenannten RG-Single kombiniert werden. Dieser RG-Single, der besticht durch eine nochmal höhere Auflösung bei gleichzeitig geringerer Messkraft. Anwendung findet dieses System zum Beispiel, wenn es um sehr weiche Materialien geht oder sehr empfindliche Oberflächen oder einfach bei extrem hohen Anforderungen an die Oberflächengüte. Grundsätzlich gilt, alle Geräte im Portfolio, die entsprechen wie auch die sonstigen Blumenprodukte natürlich der höchsten Schutzklasse IP68. Können also alle bedenkenlos in der Maschine eingesetzt werden, auch unter harschen Bedingungen und unter Kühlmitteleinsatz. Jetzt zeige ich Ihnen aber im Folgenden 4 verschiedene Anwendungsbeispiele, wo unterschiedliche Rauheitsmessgeräte von Blum zum Einsatz kommen. Wir beginnen mit einer Anwendung aus dem Automobilbereich. Ein Zylinderkopf, die Oberflächengüte der Dichtfläche vom Zylinderkopf, die unterliegt erhöhten Anforderungen. Und stumpfe oder gar beschädigte Werkzeugschneiden vom Schneidwerkzeug, die können dazu führen, dass die vorgegebenen Toleranzen bezüglich Maßhaltigkeit zwar eingehalten werden, dass die Anforderungen an die Oberflächengüte dagegen nicht mehr eingehalten werden. In diesem Video, da kommt das Rauheitsmessgerät in modularer Bauweise zum Einsatz. In diesem Fall in Kombination mit einem Winkeladapter und mit einem gekrümmten Tasteinsatz. Die Dichtfläche des Zylinderkopfs, die wird an der gewünschten Stelle abgescannt und auf deren Oberflächengüte überprüft. Das folgende Beispiel ist aus dem Bereich Aerospace. An diesem Beispiel, da können Sie sehen, dass der Einsatz eines Rauheitsmessgeräts von Blum nicht nur den Vorteil der Automatisierung bietet. An komplexen Bauteilen, wie zum Beispiel diesem Blisk hier, kann es unter Umständen schwierig sein, mit dem Messgerät genau die Stelle zu erreichen, an der gemessen werden soll. Die Möglichkeiten von einem herkömmlichen Potometer, die sind hier deutlich begrenzt. Durch entsprechende Ausführung des Rauheitsmessgeräts von Blum kann mit Hilfe der Maschinenachsen an nahezu jeder beliebigen Stelle des Bauteils gemessen werden. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil, den das Messen auf der Werkzeugmaschine bietet. Wird nämlich ein komplexes Bauteil wie dieses Blisk hier erst einmal aus der Aufspannung genommen, um es zum Beispiel im Messraum zu überprüfen, dann ist eine erneute Bearbeitung manchmal nur noch schwer oder vielleicht sogar gar nicht mehr möglich, weil das erneute Aufspannen meistens einen leichten Versatz des Bauteils zur Folge hat. Mit unserem Rauheitsmessgerät überwachen wir das Bauteil, während es sich in der Originalaufspannung befindet. Das hat den Vorteil, dass bereits zwischen den einzelnen Arbeitsschritten Messungen vorgenommen werden können. Das heißt, Sie laufen nicht Gefahr, dass ein Bauteil viele Stunden lang bearbeitet wird und man dann nach Fertigstellung im Messraum feststellt, dass es Ausschuss ist. Mit unserem Rauheitsmessgerät, da erfährt der Maschinenbediener unmittelbar, ob die Oberflächengüte den Anforderungen entspricht oder eben nicht. Auch ist die Möglichkeit zu einer eventuellen Nacharbeit zu jedem Zeitpunkt gegeben, weil wir befinden uns ja immer noch in der Originalaufspannung. Das vierte und letzte Beispiel, das ist aus der Medizintechnik. Da geht es um die Vermessung der Rauheit an einem Knieimplantat. Die Oberfläche dieser künstlichen Kniescheibe, die muss für den anschließenden Poliervorgang
eine ganz bestimmte definierte Rauheit aufweisen. Was man hier nochmal sehr deutlich sehen kann, das ist, dass ein Blumenrauheitsmessgerät eben nicht nur an ebenen Oberflächen eingesetzt werden kann, sondern auch an gekrümmten und gewölbten Oberflächen. Zugute kommen uns hier wieder die Maschinenachsen, mit denen die Bewegungen sowohl vom Taster als auch dem Bauteil gleichzeitig gesteuert werden können. Abhängig von Maschine und Bauteil können bei Bedarf alle fünf Achsen zum Einsatz kommen. Ein gewöhnlicher Potometer, der stößt hier klar an seine Grenzen. Jetzt haben Sie im heutigen Beitrag Anwendungen gesehen aus Produktionen mit ganz unterschiedlichen Anforderungsprofilen. Zum einen Bauteile, die in Großserie gefertigt werden, und zum anderen Bauteile, die in Kleinserien hergestellt werden. Die Rauheitsmessgeräte aus dem Hause Blum, die werden beiden Anforderungen gerecht. Fassen wir also zum Schluss nochmal kurz zusammen. Ein Rauheitsmessgerät von Blum, es ermöglicht eine automatisierte Messung der Oberflächengüte direkt auf der Werkzeugmaschine, ohne dass ein manuelles Eingreifen vom Maschinenbediener erforderlich ist. Die Prozesssicherheit in der Fertigung, die kann somit erhöht werden, weil schlechte Oberflächen oder Probleme im Zerspannungsprozess einfach unmittelbar im Bearbeitungszentrum erkannt werden. Die Vorteile sind, dass Schneidwerkzeuge genutzt werden können bis zu deren tatsächlichen Standzeitende. Ausschussteile werden reduziert, vielleicht sogar gänzlich eliminiert, und es besteht die Möglichkeit zur Nacharbeit. Alle diese Vorteile, die haben eines gemeinsam, nämlich eine Reduktion ihrer Fertigungskosten oder anders ausgedrückt eine Steigerung ihrer Produktivität. Wieder mit Hilfe eines weiteren Produkts aus unserer Digilog-Familie. Digilog, eine Technologie, die viele Möglichkeiten bietet. Wir sind am Ende unseres heutigen Tech Talk Online. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema Rauheitsmessung im Bearbeitungszentrum etwas näher bringen. Vielleicht haben Sie sogar schon die eine oder andere Idee, wie ein Rauheitsmessgerät aus dem Hause Blum Novotest dazu beitragen kann, Kosten in Ihrer Fertigung zu senken, die Produktivität bei Ihnen zu steigern. Sollten Sie Fragen haben zum Produkt oder zu Ihrer Anwendung, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Unsere Außendienstmitarbeiter, die sind gerne bereit, Sie vor Ort zu besuchen und Sie zu beraten. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen, wenn es heißt Tech Talk Online. In diesem Sinne, bis dann und alles Gute.